Hallo. Hallo. Wir sind jetzt im Karwende. Wir sind mit der Karwendebahn da unten hochgefahren. Das ist übrigens Deutschlands höchste Brauerei in dem Gebäude da. Und wir müssen uns erstmal orientieren. Ziel ist auf jeden Fall die westliche Karwendespitze und der Mittenwalder Klettersteig. Und dann geht es wieder abwärts nach unten. Genau. So, hier sieht es so aus. Sehr schön. Hier geht's hoch. Wahrscheinlich ist das die westliche Karwendespitze. Genau. Also, wir haben uns jetzt gegen die westliche Karwendespitze entschieden. Das ist Kategorie C. Das machen wir mal wann anders. Und jetzt laufen wir zum Mittenwalder Klettersteig. Geile Tage hier. Hier geht es jetzt über einen Grat drüber. So, jetzt geht es erstmal gemütlichen Weg. Da unten gehen wir jetzt runter und dann sieht man richtig, wie es hier an dem Kamm dann entlang geht, bis da hoch. Tschüss. Aber die Steine sind auch schon ganz schön speckig. Die Steine sind auch schon ganz schön speckig. Ja, mach lieber. Wenn du dich unsicher fühlst, mach's lieber. Ich fühle mich eigentlich nicht unsicher. Okay. Ich muss mal was fragen. Ich will es auch nicht. Du hast doch gesagt, ich muss sicherer werden. Okay. Ich habe gesagt, ich muss ein bisschen mehr dran läuft die jetzt oder läuft die nicht? Jetzt läuft sie. Habe ich getrödelt? Hm? Habe ich etwa getrödelt? Wir haben ja alles Thank you.
sind jetzt auf der südlichen Linderspitze, 2300 Meter hoch, machen ein kleines Päuschen, genießen die wunderbare Aussicht und gehen dann weiter. Aber hier nochmal schönes Panorama. Herrlich. Die Wege sind super markiert. Die Wege sind super markiert, alle mit einem roten Punkt. Oh, ein kleines Haus. Von oben. Okay, dann warte ich halt jetzt hier. Sulzle Klammspitze, 2323 Meter. Und halten kurz inne. Wow. Sehr schön. Da geht es dann weiter. Wahrscheinlich da. Mal schauen. Ich vermute mal, hier Einstieg. Uah.
Oh, hier müssen einen großen Schritt. Also das geht hier voll. Mal machen. Dann mache ich das auch. Der Wir sind auf dem vorletzten Gipfel etwa, Köchelspitz, und dann, das ist der Köchelspitz, genau, und dann da geht's weiter. Aber jetzt machen wir es mal kurz Pause. Und von da hinten kommen wir her.
Das war die letzte Spitze. Dann geht es hier runter. Easy. So, der Klettersteig ist jetzt hier. Am Brunnenstein Anna vorbei. Aber die Wanderung noch nicht. Wir gehen jetzt weiter zur Brunnensteinhütte, werden dann einkehren, was snacken und dann ein Abschlussstatement abgeben. Genau. Bis gleich. Ist steinig und steil. Aber ohne Klettern. Genau, so geht es jetzt im Zickzackkurs quasi runter. Und zwar bis ganz da unten. Genau, also ein bisschen was haben wir vor uns. Etwa eine Stunde war ausgeschrieben bis zur Hütte. Und dann melden wir uns wieder. Stelle. Gerade die Handschuhe an. Ja. Ach so, das gar nicht angehabt. Nee, mit einer. Habe ich gerade mit einer Handschuhe gekriegt. So, hier endet unser Filmchen, die Wanderung noch nicht, wir brauchen noch ein bisschen, aber wir sind jetzt in der Brunnensteinhütte, Ja. Haben noch uns erfrischt mit dem Skiwasser. Sehr lecker. Und gehen jetzt weiter noch ungefähr anderthalb Stunden bis Mittenwald, aber für heute beenden wir das Filmchen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sehr schöner Klettersteig, auf jeden Fall gerne nachmachen. Ciao. Tschüss. Nachtrag, das müssen wir euch unbedingt zeigen. Das habe ich noch nie erlebt. Mitten auf dem Weg ein Bock. Okay, und ein Esel. Theoretisch könnte der unsere Sachen tragen. Aber ich gehe mal lieber. Das klingt wie so ein Märchen. Ja. Kims Märchen. Ganz ruhig, Esel, ganz ruhig. Nicht treten, nicht treten.